herzlich gegrüßt. Die weitere Folge für Sonntag 201 Odyssey Monsters des Königs. Schauen wir mal weiter. Ja, erstmal hier gab es ja so lustige Geschichten, wie zum Beispiel Orks, die hier von oben runterkamen. Stimmt ja, vielleicht sollte ich da nochmal hingehen. Ich habe die beiden ja doch niedergemetzelt. Vielleicht gibt es da noch mehr, aber da gibt es eine Harpune. Ne, eine Harpie. Und noch ein paar Orks. Das wird lustig. Schauen wir mal. Okay. Okay. Nicht gut. Nicht gut. Nicht gut. Doch gut. Aber da ist noch einer. Irgendeiner. Ho, macht doch noch was. Der hängt bestimmt wieder irgendwo. Da oben hängt er. Oh, oh nee, ich habe sie doch alle gut abgemetzelt hier. Ich muss noch ein bisschen was trinken. Was trinken, was trinken? Lass mal hier rum. Gucken. Das sieht gut aus. Kommt keiner. Mampfen. Mampfen, essen, trinken. Und so weiter. Das mache ich mal im... Ach, ich nehme mal hier so einen Schluck raus. Und aus dem hier noch einen Schluck. Dann dürfte das reichen. Dann machen wir eine kurze Speicherung. Ne? So. Da unten ist ja wieder jede Menge Getier und jede Menge Zeug. So, okay. Ich renne noch mit gezogenem Säbel. Katana. Okay. Jetzt muss ich leider husten. Ich kann das nicht abschalten, weil... An meinem Headset hatte ich einen Schalter dran gehabt. Oh, shit. Da ist er. Die Dschungelharpie. Moment mal, ich muss mal husten. Ich rauche da nicht mehr. Okay. Kurush Agash. Wo ist denn jetzt der Onkel? Wo ist denn der Onkel? Wieso ist denn der Onkel weg? Hier muss einer liegen. Wahrscheinlich weiter oben. Obwohl. Noch eine Dschungelharpie. Na komm her, Dschungelherbchen. Oh! Vollinger. Na, was hast du denn mit deinen Beinen vor? Okay, die kommt nicht weiter. Dafür kommt der alte Orgel ja hinter mir her. Da ist er. Pass mal auf, wenn man vor allem das. Er holt ja mal so lustig aus. Und wenn er lustigst ausholt. Oh, jetzt hat er. Kann man immer zuschlagen. Ohne großartig. Ah ja, ich weiß. Ohne großartig Schaden zu nehmen. Da ist nicht zu holen. Diese viele Vegetation hier. Jo, sollte ich mal versuchen, mal dich. Ja. Und das war's. Oh, voll in die Brust. Und nochmal Brust. Sieht schön aus, wenn die da mal näher ran. Jetzt schreit sie. Man stellt sich mal vor, du hättest eine Frau bei ihr, die so schreit. Aber vor Vergnügen. Jetzt ist sie runtergekommen. Oh Mann. Komme hier auf Ideen, das gibt's nicht. Speichern. Ja, manchmal habe ich so versaute, naja, was heißt versaut, aber manchmal also komische, nicht ganz jugendfreie Sprüche. Ich suche jetzt Dunkelpilze, weil mir fehlt nur noch ein Mana-Punkt. Dann kann ich nämlich etwas anlegen. Und ich kräftige mich meistens auch mit Dunkelpilzen. Da kommt wieder einer an. Ach du liebes Lieschen. Pupischen. Okay. Ah, der versucht hier hochzuklettern. Und wenn er hochklettert, dann kann ich ihn ja eigentlich... Na komm her. Super. Oh, Stammeskriegerchen. Na, gibt er mir ein rotes Getränk zu versuchen. Unter dem Namen Orksches Ale. Nein. Wieder mal speichern. Ja, in der 200. Folge habe ich ja gesagt, ich habe so manchmal so komische Umweltgeräusche gehört. Die kamen aber nicht vom Spiel, sondern natürlich hier so 250 Meter weiter von meiner...
Baustelle entfernt oder von einer Baustelle, da bauen sie ein neues Haus. Hm, schöne Sache, das auch. Und da haben wir wieder ein Ork. Noch ein bisschen an der Stelle mal. Ah. Na? Oh, shit. Ja, manchmal geht das nicht so schnell. So, gucken. Finde, bevor ich den Troll mache, wo kommt der denn her? Ach, da ums Eck. Bevor ich den Troll erledige, werde ich erstmal hier ihn erledigen. Da hat er wieder hoffentlich ein paar Probleme mit dem Hochklettern oder überhaupt. Das war wieder knapp. Knapp Augustus. Dafür hat er leichte Wunden heilen. Okay. Mal wieder speichern. Immer die gleiche Stelle hier. Und mal was essen. Das habe ich ja völlig vergessen. Na, nehmen wir hier ein bisschen was. In dem Trunk. Noch ein Trunk. Sonst gibt's Stunk. Gucken. Hallo. Will noch jemand was aufs Maul? Okay, das sind das auch noch Harpien? Ja, Tatsache. Okay. Gucken, kommen die denn runter? Nee. Na los. Eine kommt bestimmt. Schmuddelharpchen. Mhm. Okay. Da bringt nicht so viel. Das war mir nicht gefallen hier. Mich fast zu töten. So, auf zur nächsten Harpie. Na, komme ich überhaupt nicht hoch. Bei hier? Auch nicht. Ist noch zu steil an der Stelle. Dann gucken wir mal. Ne? Komm runter. Also. Diese Lache. Diese Lache erinnert mich an irgendwen. Ja. Ja, Bodo Enkel kann auch so lachen. Aber er ist ja kein Harpchen, ne? Jo, gucken wir mal, wie es weitergeht. Was ist denn das überhaupt hier für eine Innengeschichte? So eine Höhle. Und vor allem, was verbirgt sich da hinten? Oksham, Stammeskrieger. Das sind alles Stammeskrieger. Ich sehe auch noch einen Stammeskrieger. Vielleicht kriege ich die Krieger ja so. Aber zuerst kommt da dieser Troll hier. Der wird mich als allererstes entdecken. Aber versuchen wir irgendwie... Geht das? Okay. Ja, das geht. Ach, da ist ja, versteckt sich ja noch eine Lachharpie. Na, komm noch her. Schön sieht das aus. Ja, die ist noch direkt über mir. Da kann ich sie noch nicht treffen. Aber jetzt, wenn sie im Tiefflug wäre, dann ginge es. Mist. Ah, wir auch mal aufs Steinchen gehen hier. Ja, das könnte klappen. Okay. Wir brauchen wieder ein bisschen was einstecken müssen. Jupp, dann dürfte noch dort der eine Ork stehen. Der eine Ork. Ne? Suchst du einen Weg hier hochzukommen? Er schafft das. Ich fasse es ja nicht. Diesen Querschläger macht, das ist übel. Wenn er immer ausholt. Ah, siehste. Oh, hier, die Kombo, Alter. Ah, siehste. Diese Querschläger, die sind so gemein, ey. Irre. Ich war mitten im Futtern und auf einmal kommt wieder hier so ein Ork an. Na,
Ah, schaff das. Okay. Krusch-Agan, jetzt kann ich ja weiter essen. Ja, die Goros, die werden ja wohl ein bisschen einfacher sein, denke ich. Oh, der Troll hat mich schon entdeckt. Das ist nie so gut. Weil den wollte ich ja im Spezialanzug fertig machen, den Troll. Na, dann werde ich mal Folgendes machen. Oder kommt der überhaupt? Der kommt doch bestimmt nicht hier hoch, oder? Der Troll. Kommt der hier hoch? Okay, da ist ein Schutzwand. Na? Herr Krieger! Da ist nicht zu holen. Ja, toll. Ja, ja. Jetzt sind die anderen Gobos hier. Kuckuck. Kommt hier zu mir. Komm du, Daddy. Okay, jetzt sind wir wohl wieder außer Gefahr. Ah, Mann. Das sind ja Nervbolzen. Gut. Rostiges Schwert, Elite-Krieger mit Dunkelpilz. Und das sind 10 Jolts. Und du in der Mitte. Nicht zu plündern. Hast nix. Ja, speichern. Ja, aber mal gucken, ob wir wirklich alle nicht anvisieren. Ob das jetzt auch alle Goblins waren. So, da ist jetzt der lustige Troll, der da so lustigst umhertrollt. Dann werden wir mal unsere Rüstung anziehen, die da heißt. Golem-Rüstung. Wo war die jetzt nochmal? War das die? Richtig, das war die. Okay, der ist ja beschäftigt da irgendwie. Zeig mir den Popo. Los, los, los. Hau den Troll auf den Popo und weg. Und fällt er auch im Moment. Ja, er fällt nach hinten. Ja, schnarch schön. Ja, dann gucken wir doch mal hier. Was denn das war? Ein Ork-Häuptling. Ein Stammeskrieger. Elite-Krieger. Mhm. Also, nochmal versuchen. Mal aus der Sichtweite, nur dass der kleine Gobo da. Genau, richtig. So kann ich nicht rückwärts rennen. Nach vorne kann ich rennen, aber nicht rückwärts rennen. Okay. Gut. Tschüss. Da ist nicht zu holen. Ja, vorsichtig an die Sache rangehen. Also er ist ja noch mit dem Rücken zu uns und kratzt sich am Hintern. Aha. Okay, der hat mich. Beide haben mich. Haken schlagen. Gucken, wie sieht's aus. Okay, komm noch hinter mir her. Ich laufe hier gegen die Wand. Alles klar. Okay. Das ist sogar der Häuptling hier. Oh, jetzt falle ich hier runter. Nein! Du sollst einen Häuptling schlagen. Die Crush-Tasche. Da ist nicht zu holen. Und wer war denn das jetzt? Nicht zu holen. Ach, du warst das. Okay. Auch lustig. Okay, dann war es einer weniger. Ich bin gespannt, was da drin ist, da hinten. Das funkelt so mysteriös. Da ist nicht zu holen. Nee, ist nichts zu holen, hatte ich ja schon. Aber hier gibt es noch eine Schatulle, eine Truhe. Kann ich die eigentlich knacken? Muss ich wieder raten. Okay. Okay. Woo. Bisschen Geschmeide, ein bisschen Kreide. Speichern. Ja, dann gucken wir doch mal um die Ecke, was das für ein Heinz da ist.
da noch mehr sind. Schleichen wir mal. Gucken. Und? Dahinter ist doch noch was. Dahinter ist doch noch ein Ork. Das wird wahrscheinlich ein Zauberork sein. Okay. Ja, das ist aber nicht gut, weil dann würde dann nämlich der Ork-Schamane nämlich auch noch aufgeweckt werden. Ja gut, okay, dann ich mal einen auf Flucht. Ah, jetzt also ist der Ork-Schamane auch noch wach. Okay, der ist aber jetzt... nein! Also wieder. Also ein Stammeskrieger, wieso? Mensch, zeig doch mal deine blanke Brust, damit ich da richtig schön reinhauen kann. Ah, sehr schön. Nicht zu plündern. Ja, ist es hier. Da ist nichts zu holen. Auch nichts? Okay. Liegen da jetzt drei rum? Oder was oder wie? Da ist nichts zu holen. Stammeskrieger nichts zu holen? Ach, die Dschungelhaube hier war's. Hm, da ist er. Da ist nichts zu holen. Hä? So jetzt. Naja. Kleinkram. Also das ist hier ein Speicherknotenpunkt, finde ich hier. Deswegen. Also wenn es jetzt nur noch der Häuptling ist, der übrig bleibt, dann bin ich immer äußerst gespannt, was sich dann noch da weiter verbirgt in diesem, also wie so eine mystische Krypta. Ja, Krypta, da sind ein paar Steinsärge drin. So, ich habe nur keinen Bock, dass er gleich mit Magie auf mich zugeht. Aber er scheint da was zu bewachen. Oh, weia. Risiko. Schamane Hashback. Was ist das denn? Der ist ja sowas von... Oh, ja. Der macht mich. Der macht mich alle. Der macht mich alle. Ich muss gleich einen anderen, eine andere Taktik nehmen. Ich weiß das. Ich hätte ihn mal einfrieren sollen. Ich hätte ihn mal einfrieren sollen. Den oder so. Oh, der hat zum Beispiel eine alte Münze, einen Fokusstein. Oh, der hat nochmal einen Fokusstein. Aber Schamane Hashpack, wieso hat er denn plötzlich einen Namen? Hä? Verstehe ich nicht. So weit entfernt. Komm, ich, kann ich überhaupt die Truhe öffnen? Ja, kann ich. So, Steintafel des Geschicks. 32 Gold und ja, Pech, Wacholder. Ich werde mal abspeichern, weil ich habe einen Verdacht. So, jetzt werde ich mal zu ihm hingehen, weil ich konnte ja verdächtig nahe an ihn rangehen. Und weil der Namen hat, weiß ich nicht, ob ich ihn irgendwie umsonst umgebracht habe. Oh, da wächst ein Dunkelpilz. Butlerfleisch. Aber er war doch mit dabei, als ich seinen Kumpel da... Kann ich ihn ansprechen? Nee, kann ich nicht. Okay. Er bleibt aggressiv. Alles klar. Ich mache an der Stelle weiter, wo ich eben war. Und zwar war das hier. Und ich habe natürlich wieder mal nichts gegessen. Wie sollte ich das mal machen? Ja, ist das magisches Erz? Fragezeichen. Nee, das sind magische Bolzen. Magische Bolzen. Eine Armbrust. Und ich bin ja eigentlich mehr so ein Blitzebogen-Fan. Also Bogen-Fan. Magischer Bolzen. Dann gucke ich doch mal nach, was dieser magische Bolzen so alles rausbolzen kann. Magischer Bolzen 10. Schaden 35. Feuerpfeil, Schaden 10. Mhm, magischer Bolzen. Brauche ich den für irgendwas? Ich weiß es nicht. Vielleicht, wenn ich hier irgendwie eine Ausgrabung mache. Ach, hier liegt noch Zeug rum. Dunkelpilz, ja, ist ganz gut. Brauche ich.
Brauche nur noch einen Mana-Punkt, damit ich was anlegen kann. Schädelspicker. Schädelspicker, auch gut. Ah, jawohl. Könnte eventuell werden. Nee, das ist nur ein Steinsarg, der nichts, aber auch gar nichts kann. Was sind dahinter? Okay, das ist Textur. Sind das Steinsäge, die auch nur so als Flavor-Dekoration hier rum... Ja, da sind Steinsärge, die als Flavor-Dekoration hier Unwesen treiben, stehen, treiben nicht, aber die stehen ja nur. Überlegen wir mal was. Speichern. Ja, und hier tut sich auch wieder die Frage auf, was ist das hier eigentlich für eine Höhle oder für ein Gebiet? Da ist einer durchgebrochen. War normalerweise dicht. Was soll denn das hier für ein Teil sein? Gucken wir mal nach oben. Da gibt es nichts. Unten gibt es auch nichts. Was ist das? Was ist das für ein Gerät? Jetzt habe ich hier da so eine Geschichte da ausfindig gemacht. Jetzt muss ich mal gucken, gibt es hier noch Details, die ich hier vergessen habe? Wie zum Beispiel diese Truhe, die wieder geknackt werden muss. Okay. Wobei eine kurze Kombo. Steintafel der Stärke, alte Steintafel und geweihtes Wasser gleich dreimal. Okay. Sup. Und ich meine, da oben. Ist da oben schon ein bisschen was? Nee, da war ganz oben noch was. Dann komme ich aber an der Stelle nicht hoch. Oder ich komme hier hoch. Ja. Genau. Das ist hier alles abgrasen. No. Nix. Wow. Ja. Dann haben wir den Bereich jetzt durch. Dann können wir wieder den Weg runter gehen. Und dann weiter forschen. Also. Ja, genau. Speichern. Oh, jetzt bin ich wieder lahm. Wieder diesen Ring an- und ausziehen. Mein Gott, so oft und scheiden und heiraten kann ich gar nicht in meinem Leben, wie ich diesen Ring immer an- und ausziehen muss. Geht's nochmal runter? Moment. Geht's nochmal runter? Okay, dann gehen wir mal hier rum. Unsere grünen Gottesanbeterinnen, die jetzt nicht weiterkommen, weil sie nicht weiter können. Gibt es hier was in der Nähe? Nee, sieht nicht schlimm aus. Tja. Achso, sind alle schon hin? An Heuschrecke, ja. Gottesanbeterin genannt. Uiuiuiui. Okay, dann machen wir wieder systematisches Expedieren. Expedieren, was sag ich denn da? Da ist was. Da kommt. Das sieht ja aus wie ein lustiger, gezackter Mole Rat. Also vom. Ach, eine Sumpfratte. Okay, klar, kennen wir doch. Okay, was? Wo geht's denn hier lang? Ach, ich bin verletzt. Schauen wir mal, ob ich jetzt Dunkelpilze. Brauch noch. Ja! Mana plus 5! Was heißt denn das? Jetzt muss ich mir überlegen, was ich anziehen kann. Muss ich eben im Inventar gucken. Jetzt habe ich es endlich gefunden. Ich habe überlegt und das war der Spruch Feuerregen. Ja, also wenn irgendwas ist, dann gibt es Feuer, das da regnet. Ja, das war das Mana. Ich dachte, er könnte irgendwie ein super Spruch oder eine Rolle oder. Aber das Feuerregen ist auch wichtig. Vor allem, wenn es so Gruppen gibt, die ganz gefährlich sind. Und die sind nicht immer nach und nach. Da ist ein Schattenläufer, ne? Nicht nach und nach. Gut, dass das jetzt passiert. Wir haben nämlich hier einen Schattenläufer, der da schläft. Okay, jetzt gehen wir mal von der anderen Seite ran, und zwar ein bisschen von hinten.
Und in Vino Veritas gab mir den Tipp, wenn da ein schlafender Schattenläufer ist, dann schleich dich mit gezückter Waffe heran. Und ich habe das nicht geglaubt, dass das geht. Aber so wie es aussieht, geht das. Es geht, Leute. Das finde ich gut. Guck mal. Also in Vino Veritas, ich nehme alles zurück und wir machen den jetzt mal platt, ne? Ja, ja. Oh, der metzelt mich aber auch ganz schön. Okay, dann haben wir das in dem Fall geschafft. Und gucken wir mal. Ja, sehr schöne, viele Sachen, nicht? Essen und Speichern übrigens. Ja. Ich sehe wieder einen Sockel. Das heißt, ich habe noch einen Fokusschein. Schein, Stein. Der muss bestimmt auch hier wieder rein. Aber erstmal will ich mal gucken, ob die Fokussteine nicht irgendwie eine Special-Bezeichnung haben. Hoffentlich fallen die mir hier gleich im Blick auf. Nochmal zurechtwirken hier. Zurechtrücken. Nee, das ist geweihtes Wasser. Da. Ein Fokusstein. Ein Fokusstein. Der andere liegt ja auf dem anderen Sockel. Na, wie logisch. Okay. Es hat sich was getan. Was hat sich... Wo ist denn hier was? Ist das, bist du das hier? Das wirst... Oh, da hinten ist ja wieder viel los. Aber schaut mal. Da hinten hockt einer am Feuer. Zu nah am Feuer. Das ist... Ist er das? Den ich denke, dass er ist. Sollte noch jemanden... Oder wollen wir das überspringen? Nee, Eremit. Also von dem war ja überhaupt nicht die Rede. Und der da hinten. Okay, sprechen wir mal den Eremiten. Hallo, sag bloß, du lebst hier. Blöde Frage, wonach sieht das denn hier aus? Ja, hast recht. Die Frage war ziemlich blöd. Leben hier noch mehr Menschen? Keine Ahnung, aber du bist bereits der Zweite, der hier auftaucht. Da denke ich, dass hier noch mehr Typen unterwegs sind. Hier geht's ja bald so wie auf dem Markt. Am besten nichts hier um. Von mir aus. Sag mir aber erstmal, warum du hier bist. Ich bin an diesen entlegensten Ort der Insel gegangen, weil ich endlich meine Ruhe haben wollte. Bürgerkrieg, Banditenüberfälle, Orden von Orks vor meiner Haustür. Das war nichts mehr für mich. Ich bin aus diesem ganzen Wahnsinn ausgestiegen. Aber hier gibt es doch ebenfalls Orks. Ja, das stimmt schon. Aber nicht so viele. Und bisher bin ich von diesen nicht gestört worden. Nur Typen wie du kreuzen ständig hier auf und stören meine Ruhe. Ja, an der Stelle mache ich mal ein Abspeichern. Weil ich habe nämlich Folgendes gemacht. Ich habe ja eben erzählt, dass ich mein Mikrofonschalter am Headset hatte und ich kann das hier nicht ausschalten. Ich bin doch so ein Trottel. Ich kann in OBS... habe ich jetzt eine Taste belegt, damit ich, während ich mit dem Eremiten rede und er so lange labert, mir eine dampfen kann. Das werdet ihr gleich sehen, wenn ich mit dem Eremiten weiter quatsch. Also. Was kannst du mir über die Gegend sagen? Nicht viel. Abgesehen von den Orks gibt es hier jede Menge Ruinen. War aber noch keiner drin. Das Viehzeug, was davor krabbelt, hat mir schon gereicht. Ich schätze daher, dass es innerhalb der Ruinen viel ungemütlicher sein wird. Und sonst? Und sonst keine Ahnung. Allzu weit von meiner Hütte bewege ich mich sowieso nicht weg. Verstehe. Na dann, mach's gut. Ja, mach's gut. Vielleicht kommst du mich ja wieder mal besuchen. Dann können wir noch ein wenig quatschen. Ach, ich denke, du willst deine Ruhe haben. Ja, will ich auch. Aber zuweilen habe ich doch wieder Lust, mit einem Menschen zu reden. Sonst verlerne ich womöglich noch zu sprechen. Naja, er kann ja ganz gut labern, der Eremit. Und wie lebt sich so als Aussteiger? Ich habe mir alles selbst gebaut. Meine Waffen, meine Werkzeuge, meine Hütte, einfach alles. Aha. Bin hier mit nichts hingegangen, außer meiner guten Laune. Und seitdem mir der Typ, der vor dir hier aufgetaucht ist, mir neue Klamotten besorgt hat, komme ich auch ganz gut über den Winter, auch wenn mir was zu saufen fehlt. Danach sehen wir weiter.
Wir sehen auch weiter in der nächsten Folge. Danke fürs Zuschauen. Schreibt einen Kommentar, wie immer einen Daumen. Und die, die auch nochmal neu dazugekommen sind, vergesst ein Abo nicht. Macht's gut. Tschüss.